Jetzt muss ich noch ein Serat in eine Fachzeitschrift setzen, damit der junge Mann jede Menge Stutten beglücken kann. Charles, ich sage dir, wir werden damit eine Menge verdienen. Da gibt es eine ganz tolle Erfindung, die nennt man Briefschlitz. Da will ich das einfach mal reinstecken. Aber hier steht persönlich aushändigen. Ich bin nicht Arno Brandner. Hey, was fällt Ihnen ein? Zum Glück hatte ich keine Bauabnahme. Das wäre eine Katastrophe geworden. Witzig, dass es uns beiden so gegangen ist. Huh? Guten Tag. Tag. Welch eine Ehre. Na, wollen wir mal. Setzen Sie sich doch bitte. Danke. Nick hat schon so viel von Ihnen erzählt. Ach ja? Aber nichts, was dir peinlich sein muss. Leider. Uli. Meinen kleinen Bruder ignorierst du am besten. Er hat nämlich ein kleines Problem, weil er keine Freundin findet, ne? Ja, ist ja auch kein Wunder. Sobald eine hört, dass du mein Bruder bist, macht die sich vom Acker. Du, jetzt ist es aber gut, nicht? Was soll denn sonst das Fräulein von euch denken? Ich klinge lieber kurz aus. Mach das. Darf ich? Natürlich, warum nicht? Naja, es könnte ja wohl sein, dass du auf jemand wartest. Auf wen denn? Auf Arne zum Beispiel. Den habe ich schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie er aussieht. Dann wird sie höchste Eisenbahn, dass du daran was änderst, hm? Wollte ich ja. Ich war sogar schon bei ihm. Und? Nichts. Er war nicht da. Dann bin ich wieder gegangen. Und jetzt ist die Sache für dich abgehakt. Nein, ich muss irgendwas tun. Wenn ich bloß nicht so eifersüchtig auf Erika gewesen wäre. Noch ein Grund mehr, dass du es nochmal probierst. Obwohl, wenn Arno wirklich was an mir liegt, dann könnte er sich doch zur Abwechslung mal bei mir melden, oder? Tja, vielleicht denkt ja Arno genau das Gleiche und er wartet nur darauf, dass du es nochmal versuchst. Tja, da ist was dran. Und weil wir Frauen einfach intelligenter sind als die Männer, wirst du jetzt aufstehen, zum Telefon gehen, ihn anrufen. Obwohl, irgendwie viel besser. Du fährst gleich hin. Du hast recht. Genau das werde ich tun. Und danke. Keine Ursache. Gehört doch zu meinem Psychoservice. Schmeckt Ihnen der Kuchen? Ausgezeichnet. Ja, ich habe ihn noch extra für heute gebacken. Wenn er dann demnächst heiratet, wisst ihr ja, wo er die Hochzeitstochter herkriegt. Wegen heiraten. Der Junge soll Fußball spielen. Uli hat doch nur Spaß gemacht. Nicht wahr, mein Junge? Kein Kommentar. Können wir nicht über was anderes reden? Backt Ihre Mutter auch? Nö. Wenn sie Kuchen will, dann geht sie zum Konditor. Aber sie kann doch backen. Keine Ahnung. Können Sie es denn? Nein, ich bin noch nicht ver... Ja, also, wenn Sie es gerne lernen möchten, dann... Dann bringt Nick es dir bestimmt gerne bei, stimmt's? Noch so ein Spruch und ich mache Hackfleisch aus dir. Oh, jetzt kriege ich aber Angst. Könnt ihr zwei denn euch nicht einmal anständig benehmen? Also, wenn Sie gerne backen lernen Lass mal, Mutter. Was ist denn jetzt los? Keine Ahnung. Es gibt Leute, die haben es einfach nicht nötig, sich die Finger schmutzig zu machen. Prost. Merci, Maria, du fehlst mir auch. Aber sobald meine Geschäfte hier abgeschlossen sind, werde ich zu dir nach Portugal kommen. Wie lange das noch dauert?
einige Zeit wirst du dich schon gedulden müssen. Sieh, ich werde mich beeilen. Wir bleiben in Verbindung. Ciao. Das sieht ja lecker aus. Ich verwöhne dich doch gern. Wem hast du gerade telefoniert? Mit Fernando, das ist ein alter Freund von mir. Er will auch seine Stute bei uns decken lassen. Ja, aber wird das Nestor nicht zu viel? Warum denn? Schließlich ist er ein Deckhengst. Naja, aber außer der Stute von deinem Fernando haben sich in den letzten 3 Tagen 4 Interessenten gemeldet. Das ist doch schön. Für jede Stute, die man bei uns decken lässt, bekommen wir, naja, sagen wir mal, 2000 Mark Decktaxe. Das wären allein in den letzten Tagen 8000 Mark. Nicht schlecht. Mhm. Aber sag mal, glaubst du, dass der Ansturm anhält? No. Aber erst, wenn wir mit ihm auf der Hengstschau waren, wenn sich bestimmt doppelt so viele Interessenten melden. Das wären ja dann 16.000. Umgerechnet auf den Monat. Sag mal, darf Nestor eigentlich auch sonntags arbeiten? Im Prinzip schon. Aber ich glaube, wir sollten dem armen Kerl einen Tag Pause gönnen, oder? Ja, du hast recht. Du bist ja auch nur ein Mann. Aber sag mal, wo wir jetzt schon so viele Interessenten haben, warum lassen wir der Natur nicht einfach ihren freien Lauf und verdienen schon mal ein paar Mark? Weil das tierärztliche Gutachten noch nicht vorliegt. Aber keine Sorge, die Ärztin kommt heute Nachmittag. Und dann kann Nestor zeigen, was er kann. Ach Gott, noch mal Susanne! Nimm Vernunft an! Was soll das heißen? Reg dich nicht auf? Natürlich reg ich mich auf, und das zu Recht! Ich fahr noch mal ins No Limits, kann ein bisschen später werden, ja? Ja, aber mach nicht zu lang. Ich flehe dich an. Überlege dir, was du tust. Übrigens, ich muss heute Abend noch mal geschäftlich nach München. Dann sieh zu, dass es nicht zu spät wird. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Tut mir leid, Susanne, aber diese Geschichte kann ich mir nicht länger anhören. Ist was passiert? Das kann man wohl sagen. Willst du mir sagen, was? Susanne ist durchgebrannt. Mit wem? Halt dich fest. Mit Christoph von Anstetten. Was? Du hast richtig gehört. Dieser angebliche Spontanurlaub ist nichts weiter als ein Liebesabenteuer. Hat Susanne das so gesagt? Natürlich nicht. Für sie ist der Herr Graf die große Liebe. Und was ist Susanne für ihn? Das möchte ich auch gern wissen. Naja, vielleicht liebt er sie wirklich. Ach Quatsch! Susanne ist zu jung für ihn! Barbara von Sternegg. Mein Gott. Ich darf gar nicht daran denken, wie ich dir ins Gesicht sehen soll, wenn ich ihr begegne. Ja, als ob das jetzt von Bedeutung wäre. Herr Memmel hat dieses Mädchen nicht gelernt, dass eine Beziehung zu einem älteren Mann zwangsläufig zum Scheitern verurteilt ist. Wieso das denn? Ela und ich haben es ihr vorgeführt. Diese Beziehung ist ja auch noch nicht zu Ende. Du solltest endlich mal mit Ela reden. Bin wieder da. Wird ja auch langsam Zeit. Also Walter, bitte. Ich finde es riesig nett von ihm, dass er Steffi zur Bahn gebracht hat. Ich finde es überflüssig. Papa ist mal wieder ganz Kavalier der alten Schule. Quatsch. Er ist alt genug, um alleine zur Haltestelle zu gehen. Aber doch nicht, wo heute so viel passiert. Kein Wunder, wenn man so aufgetakelt rumläuft wie die. Soll Steffi vielleicht in Jogginganzug und Badelatschen rumrennen? Ach, bin ich dir nicht fein genug? Schämst du dich jetzt für deinen Vater, oder wie? Ich schäme mich für dein Verhalten. Du hättest ruhig ein bisschen freundlicher zu ihr sein können. Sie sich über mich beschwert? So eine ist das also. Steffi ist nicht so eine. Sie ist meine Freundin und ich erwarte, dass du das respektierst und dich dementsprechend benimmst. Ich hätte dir eine bessere Menschenkenntnis zugetraut. Die passt nicht zu uns. Woher willst du denn das wissen? Schon allein, wie die geredet hat, wenn sie überhaupt mal was gesagt hat. Tja, so wie du dich verhalten hast, hätt's mir auch fast die Sprache verschlagen. Ich werde doch wohl in meinen eigenen vier Händen tun und lassen können, was ich will. Meinetwegen, aber ich habe keinen Bock, mir den Scheiß länger anzuhören. Mach doch, was du willst. Aber jammere da nicht rum. Ich hätte dich nicht gewarnt. Ist deine Zukünftige gar nicht da? Charlie ist einkaufen. Probiert sie gerade ein paar Hochzeitskleider an? Möglich. Oder hast du es dir doch noch mal anders überlegt? Aber warum denn?
Naja, es könnte ja sein, dass du den Rest deines Lebens doch lieber in Freiheit verbringst. Die Ehe ist doch kein Gefängnis. Jedenfalls so lange die Frau das tut, was der Mann will. Ach, das ist ja interessant. Komm, wir müssen los. Ich weiß. Die Tierärztin wartet so lange nicht. Du hast recht. Bevor ich mich in das Leben meiner Tochter einmische, sollte ich erst mal meins in Ordnung bringen. Und wie stellst du dir deine neue Ordnung vor? Ich meine, spiele ich darin auch eine Rolle? Was für eine Frage. Natürlich spielst du eine Rolle. Die Hauptrolle. Und Ela? Ela. So wie ich eine passende Gelegenheit finde, ihr klarzumachen, dass es vorbei ist zwischen uns, werde ich das tun. Ist es denn vorbei? Wofür hältst du mich? Glaubst du, ich bin so wild auf eine Dreierbeziehung? Du wärst nicht der erste Mann. Nur dann ist es unvermeidlich, dass du irgendwann in den sauren Apfel beißt und reinen Tisch machst. Und zwar bald. Ich finde, das bist du mir und auch Ela schuldig. Ja. Ich weiß. Also kann ich mich darauf verlassen, dass du mit ihr sprichst? Wie gesagt, bei der ersten passenden Gelegenheit. Was gibt denn das, wenn es fertig ist? Ich zieh aus. Was? Ich habe endgültig die Schnauze voll, mir von dem alten Dauern Vorschriften machen zu lassen. Wird Zeit, dass ich mein eigenes Ding durchziehe und mir eine Bude suche. Kann ich gut verstehen. Und leisten kann ich es mir auch. Komm ich wenigstens zu einem eigenen Zimmer. Eben. Andererseits finde ich es total beschissen, dass du mich einfach so hängen lässt. Wieso hängen lassen? Weil ich erst in 2 Jahren 18 werde. Und so lange muss ich mit unserem Erzeuger selber fertig werden, wenn du die Flatter machst. Das schaffst du schon. Außerdem, so schlimm ist Daddy auch wieder nicht. Ach. Und warum ziehst du dann aus? Ach, scheiße. Eigentlich will ich doch gar nicht ausziehen. Du weißt schon, wegen Oma. Aber so wie er Steffi behandelt hat, das kann ich mir doch nicht gefallen lassen. Das hast du ihm ziemlich deutlich gemacht. Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass er es kapiert hat. Andererseits, das kann dir doch ganz egal sein, solange zwischen Steffi und dir alles in Ordnung ist. Ja, schon. Und trotzdem habe ich keinen Bock, mir dauernd seine Vorträge anzuhören, wenn ich mich mal mit ihr treffen will. Wo gehst denn hin? Geh lieber trainieren. Wart's doch erstmal ab. Vielleicht hat er gar nichts gegen Steffi an sich. Er hat bestimmt nur Panik, dass du wegen ihr deinen Sport vernachlässigst. Das würde ich doch nie tun. Versprich ihm doch einfach, dass du vor wichtigen Spielen auf Sex verzichtest. Hier. Obwohl, ich habe mal gelesen, das soll unheimlich leistungssteigernd sein. Ist es auch. Und nun? Keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal zu Steffi. Ich muss wohl einiges wieder gerade biegen. Dein Auszug? Hat sich erstmal erledigt. Hey, ich kann dich doch hier nicht hängen lassen. Ja. Ciao. Ciao. Habe ich dir schon erzählt, dass sich bereits 3 Interessenten gemeldet haben? Na, du weißt schon, Stutenbesitzer. Aber sobald das tierärztliche Gutachten vorliegt, kann Nestor beweisen, was in ihm steckt. Herr Fiorani? Ja? Kleinschmidt, wir hatten miteinander telefoniert. Dann sind Sie die Tierärztin. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Meine Tochter Kathi. Hallo. Hallo. Und das ist Nestor. Und du bist ja ein Prachtkerl, hm? Merci. Bist du so lieb und hältst ihn während der Untersuchung fest, ja? Ja, klar. Okay. Dann wollen wir mal. So, geht los. Falls irgendwas ist, ich bin jederzeit für euch in München erreichbar. Steffi, wir müssen. Ja, ich komme. Mach's gut. Und benimm dich. Tu ich doch immer. Tschüss. Hi. Dominik, ist Steffi da? Ja, die sitzt im Wohnzimmer. Du kennst dich aus. Hast du alles? Ja, jetzt komm doch mal. Stör ich? Nick, was machst du denn hier? Ich wollte mal sehen, wie es dir geht. Wie soll's mir schon gehen? So lang ist es ja nicht her, seit ich bei euch weg bin. Ja, deswegen bin ich ja auch hier. Ich wollte mich bei dir für den ätzenden Nachmittag entschuldigen. Wieso? War doch mal eine nette Abwechslung. Klar. Sowas wie meinen Alten kriegt man nicht alle Tage geboten. Eigentlich habe ich auch deine Oma gemeint. Die ist doch total süß. Findest du? Ja.
Sie findet dich übrigens auch sehr nett. Das freut mich. Und dein Vater, hat der noch was gesagt? Eigentlich nicht. Nur so allgemeines Zeug, dass ich mein Training nicht vernachlässigen soll und so. Dann solltest du auch auf deinen Vater hören. Der hat mir gar nichts zu sagen. Wirklich nicht? Nein. Und wenn ich von dir verlangen würde, dass du auf der Stelle trainierst, würdest du es tun? Klar. Aber ich dachte immer, dass dich mein Training nervt. Ich meine ja auch nicht dein Fußballtraining. Sondern? Hey. Und weil du so tapfer bist, kriegst du gleich einen ganz großen Sack Möhren. Gib ihm bloß nicht so viel, sonst kriegt am Ende nur eine Kolik. Und Frau Kleinschmidt muss noch mal kommen. Tja, ich fürchte, das muss ich sowieso. Wieso? Weil ich jetzt leider keine Zeit habe, Nestor zu kastrieren. Kastrieren? Aber Nestor ist doch ein Deckhengst. Tja, ich weiß. Nur ist die Kastration wohl auf lange Sicht die einzige Möglichkeit, sein Leben zu retten. Nestor muss sterben? Nein, wohl nicht sofort. Aber er hat in beiden Hoden Tumore. Was machen denn solche Tumore? Mit der Zeit verschlechtert sich die Spermaqualität. Und zwar so sehr, dass er zeugungsunfähig wird, wenn er es nicht sogar schon ist. Um das festzustellen, müsste man allerdings einen Test machen. Nur werden die Tumore weiter wuchern, bis nachher der ganze Körper befallen ist. Aber bis es soweit ist, dauert noch eine Weile, oder? Da könnte er bis dahin als Deckhengst arbeiten. Vorausgesetzt, seine Samenzellen funktionieren noch. Papa! Theoretisch ja. Nur werden Sie wohl kaum einen Tierarzt finden, der Ihnen einen Attest ausstellt. Zumal es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Zeugungsunfähigkeit de facto eintritt. Sind Sie sich in Ihrer Diagnose sicher? Ja, aber ich bin auch nicht beleidigt, wenn Sie in der Angelegenheit noch mal einen Kollegen konsultieren. Ich würde mal drüber nachdenken. Aber überlegen Sie nicht zu lange. Es wäre nämlich sehr, sehr schade um diesen schönen Kerl. Stefanie? Elena? Ich bin's. Bin mit Nick zu Millie ins No Limits gefahren, Steffi. Warum ist die Katze aus dem Haus? Ganz. Hallo. Hallo, Ela. Darf ich reinkommen? Ich würde gern mit dir reden. Ja, sicher, sicher. Ich wollte dich gerade anrufen, weißt du das? Zwei Seelen, ein Gedanke. Bist du allein? Ja, ausnahmsweise. Dann sollten wir diesen glücklichen und seltenen Umstand nutzen. Ja, das sollten wir wohl. Bitte. Bin gleich wieder da. Ich dachte schon, Nick muss überhaupt nicht mehr für kleine Jungs. Ich musste doch noch erzählen, wie mein Besuch bei ihm zu Hause gelaufen ist. Ja und, wie war's? Die Hölle. Ich kann dir sagen, die Gegend, in der die wohnen. Da würde ich mich nachts nicht alleine auf die Straße trauen. Und die Wohnung? Na und, du liebst doch Nick und nicht die Wohnungseinrichtung seiner Eltern. Ja schon. Aber drüber reden wird man ja wohl noch dürfen. Geschenkt. Sag mir lieber, wie seine Eltern so sind. Ach, frag mich nicht. Den Vater kennst du übrigens. Na, jedenfalls vom Erzählen. Ich hab dir doch von diesem Boten erzählt, den ich erst bei Clarissa von Anstetten gesehen habe und dann bei uns im Garten zur Schnecke gemacht habe. Das ist Nicks Vater. Oh je, das war bestimmt peinlich. Ich kann man wohl sagen. Aber zum Glück hat er sich nichts anmerken lassen. Netter Zug von ihm. Warum muss das ausgerechnet mir passieren? Da verliebe ich mich mal in einen und dann hat er ausgerechnet so einen als Vater. Aber da kann doch Nick nichts dafür. Schon. Aber ausgerechnet der Sohn eines Hiwis. Könnte er nicht wenigstens Beamter sein oder... Oder Arzt oder Industrieller. Genau. Ist doch nicht dein Ernst. Und außerdem, Nick wird seinen Weg schon machen. Wird sicherlich irgendwann ein erfolgreicher Sportler sein. Und da ist es vollkommen Stimmt. egal. Nick wird sicher irgendwann in der Bundesliga spielen. Er wird reich und berühmt werden und ich an seiner Seite. Bist du sicher, dass du nichts trinken möchtest? Nein, danke. Später vielleicht. Wie du willst. Lange nicht gesehen. Geht es dir gut? Ja. Und dir? Auch gut. Ich bin gekommen. Du
zuerst? Ich wollte sagen, dass mir mein Verhalten von neulich leid tut. Oh, bitte, Hela, nicht. Wenn sich jemand entschuldigen muss, dann ich. Es war mein Fehler, dass alles so gekommen ist. Wenn du weißt, was ich meine. Ich glaube, ja. Wenn ich Erika nicht ins Haus geholt hätte. Aber ich war es doch, die übertrieben eifersüchtig reagiert hat. Das ist doch relativ. Arno, bitte lass es uns noch mal versuchen. Ja, Ela, ich... Ich liebe dich. Ich muss dir etwas sagen. Na, wie war's beim Tierarzt? Du, ich hab unseren Trachthengst was mitgebracht. Glaubst du, dass ihm das gefallen wird? Bestimmt. Na, das klingt ja nicht überzeugend. Ist das nicht in Ordnung? Wenn man es nimmt. Ach komm, jetzt sag klipp und klar, was los ist. Ich wurde reingelegt. Von wem? Von dem Typen, den mir Nestor so günstig überlassen hat. Er hat mir nicht gesagt, dass Nestor Hodentumor hat und deshalb nicht zur Zucht zugelassen werden kann. Mit anderen Worten, der Gaul bringt uns keine müde Mark ein. Ach, dabei haben sich die Zahlen so schön angehört. Tja. Jetzt haben wir ein krebskrankes Pferd und sind unser Geld los. Du meinst wohl mein Geld? Aber ich denke, wir sind doch Partner. Ja, sind wir auch. Trotzdem ist es mein Geld. Aber ob wir es los sind, ist noch gar nicht so sicher. Wieso? Schon mal was von Gewährleistung gehört? Ich denke, du bist Geschäftsmann. Also, dein Freund hat dir einen kranken Gaul angedreht. Du gibst ihn ihm zurück und im Gegenzug erhalten wir, also ich meine ich, die 50.000 wieder. Ob er sich darauf einlässt? Oh, wenn nicht, verklagen wir ihn. Aber das dauert doch Jahre. Hast du allerdings recht. Aus der Traum. Oder fällt dir eine andere Lösung ein? Nee. Verdammt! Es ist so schwer. Trau dich. Ja. Das gerade ist nicht so einfach zu sagen. Ella, ich hab dich gern. Ich hab dich sehr gern. Du verzeihst mir also. Verzeihen? Was denn? Dann lass uns unsere Versöhnung feiern. Ja, gern. Nur solltest du wissen. Was sollte ich wissen? Ela, du solltest wissen. Dass du auf der Stelle mit mir nach oben gehen willst, ja?